Girls and Boys, heute, wie ihr vielleicht bei Instagram gesehen habt, machen wir heute zwei Looks für Silvester. Also ich werde erstmal den Classy Look machen und danach machen wir einen, der ein bisschen anstrengender ist und ein bisschen länger dauert. Falls ihr meine Story gesehen habt, Chico hat einen riesen Knochen bekommen, den wird er niemals kaputt machen, sag ich. Ich bin so gesehen fertig, ich habe meinen Look genau dasselbe gemacht wie in meinem Video von Dienstag. Also ich habe genau dasselbe gemacht. So, damit ihr Bescheid wisst, was ich auch drauf habe. Ich habe den Highlighter Rodeo Drive hier drauf. So, dann wisst ihr schon mal, was dabei ist. Wir fangen mit dem einfacheren Look an, der zwar auch ein bisschen heavy ist. Es soll Drummer-mäßig beides sein. Aber der erste wird ein bisschen einfacher sein einfach. Wir werden wieder meine Glitter hier benutzen. Falls ihr jetzt so eine losen Glitter nicht habt, könnt ihr auch hier von Revolution diese Glitter Palette nehmen. Da sind auch schöne Farben dabei. Ich kann damit auf jeden Fall gut arbeiten. Der eine ist so ein bisschen Duochrome, falls ihr das seht. Und ja, das ist nur mal so als Beispiel. Falls ihr jetzt lose Glitter nicht habt, könnt ihr gerne die benutzen. Die gibt es bei Cosmetic for Less oder einfach auf der Seite von Revolution. Es war ja Weihnachten, meine Leute. Und meine Oma ist ein katastrophaler Mensch, was angeht mit Süßigkeiten. Okay, einmal, du hast Bock auf Süßigkeiten. Ich habe 3 Kanister voll mit Süßkram jetzt. Ich werde so fett werden. Danke dafür. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Sieger. Die Verlosung hat schon stattgefunden. Der Mensch, der ausgewählt wurde, wurde angeschrieben und alles. Ja, falls du neugierig bist, wer es war, guck einfach in dem Video, wo die Verlosung stattgefunden hat. Das Kommentar ist nämlich angepinnt. Einfach auf einer Webseite jemanden random auswählen lassen und dann schaut, ob derjenige, der ausgewählt wurde, mein Abonnent ist. Denn das ist ja die Bedingung gewesen, meine Lieben. Ich habe übrigens vorher auch jemanden ausgewählt. Der war leider nicht mein Abonnent. Also Pech gehabt. Ich würde mal sagen, nächstes Mal, liebe Abonnentin, kriegst du auch was von mir geschenkt. Und ich freue mich, dass meine erste Verlosung so reibungslos funktioniert hat. Ja, wir fangen jetzt auch direkt an. Intro ist ewig lang geworden. Wir werden einen fetten Lidstrich machen, Dramatic Wimpern bis zum Ende. Das wird ein geiler Look, meine Leute, Freunde, was auch immer. So, ich benutze hier meine wunderschönen Glitzer-Dinger hier bei 1-Euro-Shop. Da sind so 3 Farben drin, Gold, Silber und Pink. Ich mache es jetzt volles halbe einfach so weit, weil wer weiß, wie weit wie heute geht. Chico, musst du immer mitspielen, wenn ich irgendwie du drehst. Doch, dann machen wir einfach mal, benutze jetzt einfach mal die BH Cosmetics Palette. Ich gehe jetzt erstmal in diesen Ton hier rein. Die haben leider alle keinen Namen, aber ihr seht ja, welcher Ton das ist. Ich nehme hier von Lenny Brush die Nummer 08. Die sind übergeil übrigens. Ich wünsche euch alle. Ja, ich gehe jetzt einfach mal in die Farbe rein, die ich euch gerade gezeigt habe. Mein Lid ist mit dem Banana Powder von der Boohoo Palette von Ofra gesettet. Und ja, tupfen wir das einfach mal rauf. Wow, das liebe ich an BH Cosmetics, ne? So, ich gehe jetzt nur in die Lidfalte rein. Übrigens machen wir jetzt beide Augen und danach schminke ich mich ab und danach machen wir den anderen Look. Damit ihr beschit wisst. Gehen wir hier auch schon lang. So, wir gucken direkt mal, wie weit wir gehen wollen. So, dann mache ich dann noch hier. Vor allem nur mal so, ne? Seht ihr diesen kleinen Leberfleck, der hier ist? Der kleine Furz hier. Da waren früher immer meine Augenbrauen. Also, die waren früher so. Könnt ihr das vorstellen? Guckt euch auch meine alten Videos an. So, ich nehme jetzt einen anderen Pinsel, der sauber ist. So, wir gehen jetzt in die Farbe rein, weil die ist halt perfekt. Das ist einfach, was ich meine. Und dann mische ich das noch ein bisschen erstmal mit dem unteren hier. Und dann gehe ich so immer weiter. Wir gehen jetzt einfach in einen schönen Orange rein. Ihr wisst, Cakeback ist für mich kein Problem. Und mix es noch ein bisschen hier mit, sodass es einfach immer heller wird. So. Und heute machen wir mal eine Cut Crease mit einem Concealer, der flüssig ist. Ihr wisst, ich nehme sonst immer diesen Bottichen. Also wir machen keine ganze Cut Crease, nur eine Half Cut Crease. Crease ist da. Wir brauchen heute auf jeden Fall den NYX Glitter Glue, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also falls ihr loses Glitter nimmt. Ich nehme so ein bisschen. Ist nicht meine Erbse. So, ihr könnt jetzt selber entscheiden, welche Farbe ihr nehmt. Ich habe hier einmal Orange,
einmal Gold und einmal so ein Misch, so ein Bronzeton, Bronze. Ich würde es so ein bisschen mixen, deswegen ich mache erstmal das Gold drauf, ja. So. Jetzt habe ich das Orange auf dem Pinsel. Ich bin richtig reingegangen und mix es jetzt. Ein Lidstrich. Nice, so ein richtig geiler, fetter Lidstrich. Love it, okay. Dann funktioniert das besser, als ich dachte. Wir können fast schon den unteren Wimpernkranz jetzt machen. Ich mache mit euch einfach mal das Auge fertig und das mache ich dann auf Kamera. Dann braucht ihr nicht so viel zuschauen. Und gehen in, was wir am Anfang benutzt haben. Ich werde mir mal noch ein Kajal drauf machen. Ich finde, das passt ganz gut zu dem Look. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt fertig geworden. Mache jetzt noch Blush drauf. You know what it is? Ich finde es ziemlich schön, aber ihr wisst, Lashes is my life. Das ist Carastel und das ist Daisy. So. Denn wir brauchen ein bisschen Dramatic, ein bisschen soll man ja sehen. Ich glaube, dass ich gleich das wieder abmachen muss. So, wir müssen jetzt die Lippen machen. Jetzt gehe ich mit diesem hier. Elsa Passation heißt der. Heißt der, ist Linie und das ist Velvet Black Heart. Den habe ich auch schon mal erwähnt. Ja, und den packen wir jetzt mal direkt drauf. Ich muss jetzt erstmal trocknen und dann machen wir jetzt erstmal die Lashes drauf. Ist der erste Look fertig? Hier leider so einen schwarzen Fleck, nicht wundern. Ich krieg den auch nicht so leicht wieder weg. Ach, das nervt. Denken wir uns einfach das weg, okay? Ja, das ist auch jetzt der erste Look. Look. Ich schminke mich jetzt ab, leider Gottes, und werde den zweiten Look schminken. Wir sehen uns dann jetzt da mit dem zweiten Look. Ich hoffe, ich sehe jetzt nicht zu ich werde es nicht sagen aus, aber das war eine Tortur, Leute. So, im zweiten Look habe ich mir was ganz Cooles überlegt. Ich dachte, wir machen es mal so ein bisschen, falls ihr mein Nagel-Tutorial-Video mal gesehen habt, das verlinke ich euch mal hier oben. Da zeige ich euch ja, wie ich immer meine Nägel mache. Jetzt nicht genau die, aber allgemein einfach. Und da benutze ich ja... Nice. So. Dass ihr schon mal Bescheid wisst. So eine Steine gibt es bei Wish, die gibt es auch bei meinem Euro-Shop, habe ich die mal gesehen. Dafür benutzen wir aber diese Palette. Das ist die BH Cosmetics Desert Oasis Palette. Wir werden es wieder so ein bisschen, oh, mein Highlighter leuchtet aber ganz toll hier. Da. Und verteilt es erstmal überall. Wir machen jetzt diesmal nicht sowas, weil ich will ein mäßig nicht zu hell haben, aber ich will nicht so weit rausgehen wie vorhin. Eher so ein bisschen nach oben hin. Selber natürlich auf der anderen Seite auch. Hier erstmal gar nichts, weil hier werden diese ganzen Steine dann auf. Wir gehen in Sandstone rein. Das ist der Ton, der so richtig geil orange ist. Ja, mixen das dann erstmal hier mit denen und gehen ein bisschen hoch. Und dasselbe auf der anderen Seite. Also ich probiere es mal so mit meinen Hand. Das ist schon ein schönes Blau. Wir benutzen jetzt diese ganzen Steinchen. Ich hole die hier mal raus. Diese Steinchen. Was wir jetzt machen, ist eine Pinzette nehmen. Irgendeinen Gold. So, wir machen jetzt über diesen Glitterglue so ein bisschen rauf. Pinzette. Und klebt die ruf. Nice aus. Leute, ich habe kurz was gegessen. Man hat immer noch zwischen den Zähnen was und mein Lippenstift ist weg. Ich habe vorher nochmal auf Kamera dieses mein Lidstrich fertig gemacht. Also fehlt noch ein einziger. Kleiner Nachtisch. Okay. Also wir machen auf jeden Fall Lashes drauf, aber so chillige Lashes, die das hier nicht verbergen. Neben dem Blau ist so ein schönes Bronze und ja, das packe ich hier nochmal hin, weil wir brauchen ja auch einen Übergang, da gibt es ja keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall eine abgespacedere Version.
Du wirst der Einzige sein, der so rumläuft. Und das ist doch über nice dann. Mal einen Sandstone rein. Den packen wir jetzt mal unten hin. Und damit es so ein bisschen mehr Sinn ergibt, gehe ich nochmal ins Blau rein und packe das jetzt mal hier so nach vorne. So, jetzt machen wir Lashes drauf. Und ich weiß eigentlich schon, welche wir nehmen. Wir nehmen einfach die von dem Kim Kardashian Look. Ich werde das mal hier verlinken. Dann die trocknen. Ich will den Look mit Lipgloss haben. Ich glaube, das gefällt mir besser. So, wir machen die Lashes mal rauf, weil die sind relativ schnell beim Trocknen. God damn it. Irgendwann kriege ich hier noch vor der Kamera einen Herzinfarkt. Ah, es funktioniert tatsächlich. Geil. Nice. Guckt euch das an. Ja, natürlich, es ist jetzt was ganz abgespacedes, aber ich lieb's. Dann würde ich sagen, wir sind fertig, liebe Leute. So. Wir sehen uns am Sonntag. Ist das schon das neue Jahr? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe, ich konnte für Silvester oder allgemein Inspiration bieten. So, vielleicht, das ist halt sehr, sehr... Hi, ich habe was ganz Außergewöhnliches aus. Einfach so ein Lidstrich aus Glitzer. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag. Ich wünsche dir, falls dann schon heute 27., 28., 29., 30., ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nicht rechnen, so einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann am Sonntag. Bis dann. Tschüssi.